Links! Jetzt! Rechts! Ach hier! Bleib stehen! Kannst du mir Access geben? Dann gehört das. Auch keine Rechte. Auto ist so schön. Hallo. Hallo. Oh, sorry, sorry, sorry. Lass mich rein. Jamie. Ja, warte eben, ich hör zu. Wohin? Danke. Hallo! Ey Leute! Ja? Hat irgendjemand Pots für mich? Mach die Tür auf! Nee, einfach nur Pots. Nur Pots. Dinge sind schweineteuer. Sophia, gib mir Pots. Ich mute mich jetzt mal im TS, ne? Bis gleich. Jo, ich auch. Hey Guys, mach mal die Tür auf, bitte. Yo, Boss, wie sieht's aus? Haben wir irgendwo eine Base? Ja, Parker. Alles klar, Parker.
for the love. Moin! Hier geht's ja schon gut los. Kühlschrank auf dem Ding. Ah, geil. Hi, Mero. Hi. Geil. Das ist geil mit den Drogen. Und das Lied schon wieder, ey, nein. Wir hatten das Aloha-Lied drin. Da oben. Das Aloha-Lied. Da oben im Fernseher. Ey Leute, komm mich mal jemand zum Auto, oh, zum Max fahren, da wo ich mein Auto holen kann. Leute. Wozu brauchst du ein Auto? Ja, so. Ja. Ich muss was erledigen. Oh, was denn? Ich muss was kaufen. Oh, Drogen? Was? Drogen? Waffen? Ja, Pots und alles. Ja, ich glaube, du kannst meine Waffe nehmen, meinen Wagen nehmen. Probier mal. Ansonsten, ich guck mal, ob ich die richtige gegeben habe. Ja, hier ist kein Platz mehr, ne, für Pots. Oder hier so in der Ecke. Vielleicht, wenn du Platz findest. Das ist ein Video, ohne Witz. Hallo Hakbo! Hallo Hakbo! Hallo Hakbo! Hallo Hakbo! Das ist gegen die Regel. Das, nein, das haben die Admins. Das ist gegen die Regel. Das haben die Admins auch immer gemacht, du Laberkopf. Das ist gegen die Regel. Bist du ein Laberkopf, Alter? Hakbo! Hallo Hakbo! Regel Nazi! Regel Nazi! Nazi. Hallo Akbar! Hannes, diesmal lässt du bitte meine Pflanze hier stehen, okay? Ja, ja. Hallo Akbar! Hallo Akbar! Oh shit. Nein, ich bin gestuckt. Wir brauchen jetzt einen, klar? Nimm mal das Ding hier weg, ich bin gestuckt. Ah, doch nicht. Nein, du musst. Ja. Hier kommt irgendein weicher Techno-Müll. Das ist kein Techno, Mann. Das ist Kinder-Techno-Party-Rock. Dubstep-Shop. Like Skrillex, wenn ich eine Promo gemacht habe. Genau. Wir chillen auf Akro! Akro! Akro Berlin, ja! Hallo, du Akbar! Nigger, er hat Nigger gesagt, ruft die Cops.
Alter, Scheiß. Alles Kinder auf dem Festival. Guck dir das mal an. Alles. Oder was soll man ein Konzert oder was? Das war ein Toronto Check hier oder Trip Launcher. Alter, wie auf dem Pult rumhüpfen, Alter. Das sind so eine Spasten, echt. Da schämt man sich irgendwie fremd. Und die feiern den alle noch. Ja, das macht man hier als DJ, Alter. Ah, wir sind voll auf Dinger, wir spacken, egal was für einen Scheiß wir vorgesetzt bekommen. Oh, ich bin so Drupski. Guck mal, die Görnern, alles Kinder. Ja, aber alle also drauf wie, drum, weißt du, wie Erwachsene. Angekippt. Ja, das, ja, genau. Ich glaube nicht, dass die da bekifft reingehen. Was? Das wird mich so abfucken, wenn ich da stoned reinrenne, die ganze Masse, Alter. Boah. Würde ich direkt Abschiss kriegen. Freiwillig nüchtern da reingehen würde ich nicht. Nee. Ehrlich. Total breit ist, glaube ich, nicht. Ja, na, doch. Breit. Ey, ich würde so Abschiss da drin schieben, ey. So laut, so viele Leute, die überall rumkreischen und dich so anrempeln, so. Ich feier auch auf Festivals und ich hier auch, ich spiele auch auf Festivals, so, aber. Ich mein. Party! Ja! Also ich wollte eigentlich schon immer meine ganze Zeit auf das Collex-Konzert. Party! Oh! Ich spiele noch nicht mal live, weißt du? Party! Ich spiele irgendein DJ-Set, Alter. Party! Party! Hey! Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hallo Akbar! Okay, Mycho und Graf, kurz mit mir mitkommen. Bitte? Mycho und Graf, Mycho und Graf. Hinter mit dir! Jamie, weg. Das ist nichts für dich. Kst. Private Property. Also nimm mal kurz Platz. Okay, wie viele neue hast du? Drei. Drei. Vertraust du denen? Zwei. Mhm. Ja, zwei, denen vertraue ich schon, ja. Nicht, dass du wieder so in die Kacke greifst mit Simon. Ich kann es nur wiederholen, ne? Ja. Du bürgst auch für die? Ja, ich werde für die bürgen. Okay, dann holst du den ersten nachher rein, stellst den Mycho vor. Mycho stellt sie nachher mir vor. Ich mache mir kurz ein Bild von denen. Und danach gucken wir mal, ob wir sie reinnehmen. Okay. Bring erst den besseren. Alles klar. Ah, soll ich jetzt holen? Die Musik ist zu laut. Ja, nein, nein, die ist genau richtig bei mir. Bei mir auch. Ah, ist cool hier, ist so nicht viel Licht und so. Ja, ist gemütlich auf jeden Fall. Hier kann ich abchillen. Hier vergisst man total, dass man in einer Lagerhalle ist, in denen Drogen angebaut werden. Was zu essen hier bereit liegt. Hast du noch kurz was zu essen? Danke. Kein Problem. Ein Mann muss essen. Guten Appetit. Ja? Dein Auto ist down. Wer bist du? Mich? Ja. Verpiss dich! Schleichte! Halt die Fresse! Das ist Sophia, ein Freund von mir. Okay, Sophia, das ist eine Mutter. Du meinst, das ist eine Freundin, oder? Komm ruhig rein. Ja, komm rein. Verpiss dich! Die bescheidene Stube. Halt mal die Klappe denn. Echt? So, Sophia, ich bin Myrotes McMillan. Genau, kurz zum See.
Verstehst du mich, Sophia, oder ist der Fernseher zu laut? Ah, okay. Ja, gut. Ich bin Myrtas McMill, du bist, wie Hermann sagte, eine Bekannte von ihm. Weshalb bist du hier? Was. Du willst hier zur German Mafia, denke ich mal, ne? Beitreten. Dein Kollege Hermann hatte Palomo gesagt, dass er für dich bürgen würde und wird. Du weißt, was das bedeutet für ihn, falls du Scheiße baust? Gut, also mach einfach keine Dummheiten, weil sonst ziehst du ihn da mit rein und das kann dann am Ende echt fies enden. Gut. Palomo, das ist Sophia Parker. Eine Bekannte vom Hermann Graf. Guten Tag. So, du willst also zu uns. Verpiss dich. Kann man dir trauen? Kann man dir trauen? Wie lange bist du schon in der Stadt? Bist, bedeutet das nur, dass dein Leben von nun an drastisch geändert wird. Jeder Tag auf der Straße ist ein Tag in der Arbeit. Du tust exakt das, was deine Vorgesetzten dir sagen. Wenn ich dir sagst, du sollst den Arm schneiden, wirst du mal kurz durch, bitte. Wenn ich dir sag, du gehst den Typen umlegen, gehst du den Typen umlegen. Bist du bereit dazu? Jungs, haltet hier hinten einfach mal die Fresse, hier läuft was, okay? Einfach mal pst. Was ist das für ein Kack, Alter? Bewusst. Wir werden nur Ruhm oder Anerkennung zuteil, weil wir nur im Schatten operieren. Es gibt uns erst gar nicht. Nur wenige wissen von uns. Bist du bereit, in so einem Geheimnis mitzuarbeiten und mitzuwirken? Graf! Ja? Bürgst du für sie? Ja, ich bürge für sie. Herr McMiller, grünes Licht von meiner Seite. Ja, soll ich sagen, ich kenn Sophia jetzt noch nicht so lange, also er birgt halt für sie, ne? Also kann ich auch nur grünes Licht geben, aber ich hoffe nur für dich, Hermann, dass du dir diesmal... Abflug. Hermann, ich rede mit dir. Hermann! Ich rede mit dir. Ja. Ich hoffe nur, dass du dir diesmal mit ihr keinen Fehler erlaubst, wie damals mit Simon. Mach ich nicht. Das war verdammte Schweinearbeit, die ganze Sauerei aufzuräumen, die dieser Kerl hinterlassen hat. Klingt übel. Und Mrs. Parker, willkommen in unserer Sache. Sie werden sich nun an beim Herr Graf in die Gruppe eingliedern. Sie werden von ihm lernen. Die Regeln werden sie lernen. Unsere Gebote, unsere Gesetze. Und sie werden sie achten. Falls sie nicht achten, hören sie sich doch mal um nach der Geschichte von Simon. Gut, sie dürfen nun gehen. Kurz einladen. Will ich gleich nächsten? Ja, kannst du. Bist du.
ist eine Uni hier, die ist schlecht. Das ist doch hier ganz oben. Mann, du darfst die Dame einen Macmillan vorstellen. Ja. Mutters, das ist Christian Miller, eine Freundin von. Das ja, ich hab mit Christine früher mal ein paar Dinger gedreht, kenne ich schon von früher, ja. War eine ziemlich nette Person. Hallo, Christine. Ja, ich bin, wie er schon sagte, Mutters Macmillan. Man mag ein paar gute und schlechte Dinge über mich gehört haben, aber um mich geht's hier nicht, es geht jetzt hier um dich. Du hast vor, der German Mafia beizutreten. Ich muss dich darüber im Klaren setzen, dass alle Untaten, die du begehst, die gegen unsere Regeln verstoßen, zurückfallen werden auf Hermann Graf, weil er für dich birgt. Nur, dass du dir darüber im Klaren bist, falls du denkst, irgendwie nicht mehr nach unserer Pfeife tanzen zu wollen. Gut. Dann, hallo. Das ist Christine Miller. Ich kenne sie schon von früher, wo ich bereits in der German Mafia tätig war. Hatten ein, zwei ziemlich gute Dinger am Laufen gehabt damals, ohne Probleme. Ich wurde nicht irgendwie verraten oder betrogen oder um Geld beschissen. Also man kann dir ziemlich gut vertrauen. Okay, guten Tag, Miss Miller. Na, ja, ich höre eine alte Bekannte unserer Sache. Ihnen ist bewusst, dass sie mit dem Eintreten unserer Sache sich ihr Leben drastisch ändern wird. Jeder Tag auf der Straße ist ein Tag in der Arbeit. Wenn ich ihnen sage, sie sollen einen Typen töten, machen sie das. Wenn ich ihnen sage, sie sollen sich in die Hand schneiden, machen sie das. Sind sie bereit, das zu tun? Komm mal her, komm mal her. Hermann? Ja? Bürgst du für sie? Ja, ich werde für sie bürgen. Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall grünes Licht. Okay, Mrs. Miller, willkommen in unserer Sache. Sie gliedern sich in die Gruppe von Herrn Graf ein. Sie werden unsere Gebote lernen und unsere Gebote achten. Wenn Sie dies nicht tun, fragen Sie doch mal nach der Geschichte von Simon. Gut, Sie dürfen nun gehen. Leute, das sind Pots fertig. Ja, mein. Kannst du einladen. Wir müssen dann noch quatschen wegen der Sache mit Infinity, ne? Ja? Ja. Was will der Typ hier? Ich weiß nicht. Hol ihn mal rein. Bist du eine Kenner? Was gibt's? Jo. Lass mit dem Boss sprechen, oder was? Eigentlich müssen wir Palone den Jonas auch noch eingliedern, war da nicht was? Komm mal rein. Ja, komm mal rein, Jonas. Also, Palone, das ist Jonas Delirius. Kenne ich jetzt seit ein paar Tagen in dieser Stadt. Er meinte, dass er früher bereits schon in dieser Stadt tätig war, etwas länger sogar. Sich hier so ein wenig auskennt.
mit den Machenschaften der Leute und ja, er möchte auf jeden Fall der German Mafia beitreten und braucht dazu natürlich deine Informationen bezüglich Simon und anderen Dingen. Okay, Delirious. Kennst du unsere Gebote schon? Nein. Wir nennen es jetzt eins. Respekt gegenüber dem Boss. Okay. Wenn ich hier drin ein Gespräch führe mit anderen Leuten über Sachen, die sie nichts angehen, dann will ich sie weder vor der Tür noch in der Nähe dieses fucking Raumes sehen. Sonst erkläre ich Ihnen gerne mal, was die Geschichte mit Simon. Simon war ein durchaus engagierter junger Mitarbeiter gewesen in unserer Sache. Bis er eines Tages in der Stadt mal ein bisschen übertrieben hat und uns gesagt hat, dass er ausgeraubt wurde von vier Leuten. Wie es unsere Sache so üblich hat, haben sie vier Leute geholt, sie der Welt entledigt und sich im Nachhinein herausgestellt hat, wurde der Simon gar nicht ausgeraubt. Somit hat er einfach ein bisschen hier rumgepostet und gemeint, wir müssen hier einen Aufwichtigen machen und hat der Organisation ein bisschen Arbeit aufgehetzt, die wir ungern erledigen. Und das alles nur, weil die mit seinem Ofen gespielt haben, der er hinten auf seiner Ladefläche hat. Tja, ein Capo hat sich dann Simon angenommen. Ich nehme an, seine Leiche schwimmt immer noch auf dem Grund des Sees rum. Baseballschläger mit deinem Gesicht anstellen können. Schon interessant. Schauen Sie doch, dass unsere Regeln und Brauchtümer lernen und sie einhalten. Sonst kriege ich wieder eine Demonstration von ein paar Baseballschlägern. Sie dürfen jetzt gehen. Gut gemacht. Bisschen hart? Nein, war gut. Es war... Ich hoffe, die Botschaft ist rübergekommen. Der Gruppe ist der jetzt. Wie bitte? Nein, der ist schon drin. Ja, es war nur nochmal Eingliederung. Du bist der beste Capo. Dann soll er zu mir kommen. Ich hätte ihn auch nehmen können, Palono, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich nehme ihn persönlich lieber, weil ich ihn besser kenne. Ach ne, ihr kennt euch auch gut, ne? Naja, stimmt, ihr kennt euch sogar in real. Ja, ne, gut. Dann passt das, alles klar, gut. Okay, scheiße, Hauptsache irgendeiner bringt ihm was bei. Wegen Infinity, na, hat es da noch weitere Zwischenfälle gegeben in meiner Abwesenheit? Ich weiß nur, dass wir da vor zwei Tagen kleinere Auseinandersetzungen mit denen hatten und denen schon ein bisschen gezeigt haben, auf welche Art wir Krieg führen. Und ja, soviel ich weiß, hat Lamar einen Waffenstillstand ausgehandelt. Ich habe vorhin gerade noch AJ getroffen, also der wäre auch mal bereit, mit uns ein bisschen was Lustiges abzuziehen, so wie Boxfight oder so. Ich nehme an, dass wir den Waffenstillstand ein bisschen mehr ausbauen und mit ihnen ein bisschen mehr interagieren werden. Damit wir da eine solide Allianz bilden könnten zwischen der größten Gruppierung. Ja, das soll ich zu Sachen größte Gruppierung stehen, den Männern kann man nicht trauen. Also in einem von deren Männern Scheiße macht. Seh, mit Baseballschlägern. Und dann haut er ihm die Birne ein, bis seine Birne durch seinen Hals und seinen Arsch geschoben wurde. Okay, Boss. Ist klar. Kennt ihr noch Rex von früher? Kowalski heißt jetzt, glaube ich. Sag mir nichts. Ja, der ist gerade heute in der Stadt. Ich denke über den. Ich hab den jetzt öfters gesehen hier. Keine Ahnung, ich hab den auch noch nicht gesehen hier. Sag mir nichts. Fragt, ob er wieder beitreten könnte. Der war ganz früh, aber immer mit dabei, also wirklich früh. Bisschen aufbrauch, ein Deutscher. Allerdings bereits ein bisschen im reiferen Alter. Ich denke, ich bestelle mal hierher. Und dann okay. Gucken wir mal.
Ja, so einen alten Veteran muss ich ja dann wohl sehr gut behandeln. Ja, schauen wir mal. Was geht hier? Palono, ich muss dir eine Geschichte von gestern erzählen. Okay, gleich, ich bin kurz am Telefon. Hey Rex, ich bin's. Ich bin im Parker Building. Komm doch kurz vorbei. Ja, ein Business so neben dem Car-Dealer hat so eine Glasfabrik. Hinten dran hat es noch ein Lagerhaus. In dem Lagerhaus. Okay, gut, bis später. Gut, und zwar. Geschichte von gestern Abend. Geschichte von gestern Abend. Ja, wir hatten Regal 1 gemietet und Regal 3, also direkt über uns, haben zwei Leute gewohnt. Die Namen werde ich dir nachher noch auf den Zettel schreiben. Und das Problem war, wir wurden zuerst von denen geraidet. Und dann dachten wir so, okay, fuck, jetzt haben wir unsere Drogen verloren. Ja gut, was würde Palone tun? Und dann haben wir einfach zurückgeraidet und haben auch ziemlich viel bekommen. Und dann kam aber wegen den ganzen Schüssen noch das SWAT. Und das SWAT hatte uns komplett überrascht, damit haben wir einfach nicht gerechnet, sodass jetzt plötzlich das SWAT anrückt. War aber bei Regal nicht anders zu erwarten, ist ja nur ein Katzensprung von dem Polizeirevier aus. Und ja, dann kamen sie halt rein und haben alle fertig gemacht. Und dieser eine, warte, ich sag dir nochmal, wie er hieß, einen Moment. David Dai, also unser Mitglied. Er hat, er ist wirklich gut gewesen darin, das SWAT fernzuhalten von unseren Drogen. Er hat sogar so weit geschafft, dass meine Drogen überhaupt nicht angerührt wurden. Die hatten die Tür aufgesprengt. Er rannte raus wie Rambo, hat den SWAT-Typen direkt nach hinten halt gedrängt, hinter die Ecke an unsere Truhe. Ist dann vorne raus, nach oben, hat die oben, mit denen wir Probleme hatten, um Hilfe gebeten. Die kamen runter, haben den SWAT erledigt und haben uns, also haben mir die Handcuffs abgenommen. Obwohl wir mit denen Stress hatten und uns gegenseitig geraidet hatten. Und dann, also wir haben alles wiederbekommen. Das war mega korrekt und die Namen will ich dir auf jeden Fall nennen, weil, also das war echt eine starke Aktion von denen. Aber Dai, der Job von Dai gestern war auch gut. Was ist Dai für ein Rang? Ich glaube noch Fußvolk. Ich kenne ihn erst seit ein paar Tagen. Nichts Besonderes, aber er hat sich wirklich gut benommen und verhalten. Er wusste auf jeden Fall, was er tut. Er ist nicht einfach nur irgendwie ganz blazing raus und hat alles weggeschnetzelt, sondern der hat gewartet in dem Drogenzimmer, dass der die Tür aussprengt und hat dann rausgefeuert und ihn halt direkt nach hinten gedrängt. Und ja, hat es halt dann geschafft. In der Stadt. Okay. Ja. Bei wem ist er in der Gruppe? Wissen wir das? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das müsstest du ihn persönlich fragen. Okay. Möro? Nein, der ist noch sehr neu. Möro! Ja! Wenn wir dem noch ein bisschen die Regeln beibringen, dass wir den dann ziemlich schnell mal hochnehmen zum Mateman. Ja, warte mal kurz hier, sein Schützling braucht eben was von mir, einen Moment. Also, was ist los? Kannst du meine AK craften? Ja, was. Palono? Palono? Ja? Crafting-Preis für eine AK? Mit Magazin, also extra Magazin und vollgeladen. Wenn das gehen würde. So ungefähr, ganz ungefähr. Craften bei 0% 11.310 Dollar, Magazin 1250 Dollar, Kapazität 30 Schuss, 60er Magazin, 60er Rifle in Box kostet 1350 Dollar. Dann sind wir bei 11, 12, 13, 14, ungefähr 14.500. Hast du so viel? Anne? Ja, hab ich.
Warum hat es so lange gedauert? Was war da los? Wir hatten halt ein Gespräch wegen gestern, was da vorgefallen ist und so mit den Typen, die uns gerettet hatten, obwohl wir mit denen einen Streit hatten. Ach, war der das? Nein. Achso, ja, hä? Hey, warum? Jamie. Also die sollte voll geladen sein. Du musst ja das Geld holen. Ja, ist ja egal, du kannst ja schon mal... Kann ich dir das Geld später geben? Ja, kannst ja schon mal... Mach mal deine rein, damit du dir hier aufnehmen kannst. Oh nein, disconnect. Nein. Bitte nicht. Server ist down. Throw a blank out. Completely go for a red light. I think I ate something bad. Hey, ciao. Oh my god, Jesus Christ. Oh, so sorry. You wanna hold it? Yeah, buddy. What's good, bro? Allen disconnect.
Yeah, man. Check that golden mini. Nice car, man. Nice car. Ja, komm rein, Mann. Ich brauche lieber Mercedes als Audi. Ja, das glaube ich auch. Aber wir müssen noch das Haus hier kaufen, oder? Bei meinem Befolger. Kannst du mich auch mitnehmen? Ja, komm rein, Mann. Mhm. Ja, was wollen wir uns mieten, Jungs? Ja. Ich hab nur den Kanz in der Hand. Was hast du denn Sinn am Laufen, Mann? 80s. Illegal U-Turn. Illegal U-Turn. Illegal U-Turn. Stimmt, komm, bist du an der Boss, Nico. Pal, Jamie, man, du darfst doch nicht. Ja, sorry. Ey, sorry. Jamie, wie würde ich meine Erfahrung mit dem Baseballschläger und dem C machen? Oh, ich sehe das Wort Riot im Chat. Was haben wir hier von unserer Farm gehen? Da haben wir unsere Ruhe. Wenn wir was gehen? Ja, es hat schon ordentlich ein Sitzen. Es muss mal repariert werden. Oh. Hm. Alles klar, Palone, dann. Miro ist ein scheiß AK auf dem Rücken, das ist dir schon bewusst. Ja, ich weiß. Ich spazier jetzt mal in der Bank rum. Und da ist schon der Kopf. Oh, und der Kopf hat es schon gesehen. Oh, Miro. Hat ja, keiner gesehen. Wir gehen gerade zu fahren. Basen da, sind ein paar Leute da. Ein paar Neulinge auch. Ja, klar. Ich sitze gerade im Mercedes gefüllt mit Deutschen. Der German Mercedes. Eines solltest du, vielleicht sogar noch kennen von früher. Ja, noch ein. Ich glaube, ein oder zwei ganz neu. Ja, wir gehen mit mal Farm Basen, dass die mal ein bisschen Stoff machen können hier. Da kann man da nochmal, ich mach nochmal schön mein Büro hinten. Ich hab vorhin echt ein schön geiles Büro. Hm. Da hab ich mitbekommen, alle hab ich schon gewusst, dass der Undercover Cops im schwarzen Band unterwegs stehen. Weißt du, ich hab meine Connections. Hey, hat es noch irgendwelche Zwischengif? Ja, komm nachher zur Farm, da können wir noch ein bisschen über Politik und so quasseln. Bis gleich. Ist doch schön hier auf dem Lande. Oh. Da war ich wohl ein bisschen mehr Schwung. Nächste Runde. Ja.
Ey, deine Karre sieht immer noch durch. Mach das mal aus. Mach das mal weg, das ist voll nervig. Was denn? Das ist ein Bug, da musst du reloggen. Ja, musst du reloggen, ist ein Bug. Nein, Meier. Ja, sexy, nicht wahr? Ich glaube, du wirst ein bisschen wütend, wenn da jemand zum Katze reinmacht. Ach Quatsch. Den töte ich. Ja, dann mach das, Jamie, tut mir leid. Und weg ist er. Ich hatte den Bug das Mal davor, ey, das war so nervig. Hallo? Genau. Kann Miro ganz unten kurz einen Waffenkontrollpunkt einfechten? Das war da die Leute nach Waffen. Ich hab kein Premium, sorry. Such a pretty face, such a pretty girl, such a pretty girl, such a pretty smile, such a pretty me. Stunning and entrancing, I feel running and dancing for joy. Hallo Ma. Hallo. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Okay. Palono, ich hab. Ha? Crimson Mafia, sagt dir das was? Nein. Daniel Dorr?
Wer ist der Anführer? Danny und Dole. Die wollen ihn treffen. Wen wollen die treffen? Uns? Nicht. Okay, bereit sie mal vor, halt sie noch ein bisschen hin. Okay, fahr sie mal in den Wald, durchsuch sie und dann fahr sie zur Farm. Aber wichtig, zu essen im Wald, nicht zur Base. Irgendwo weg, durchsuchen, ob sie Waffen dabei haben, hol dir noch ein, zwei Jungs von der Base. Und dann bringen sie hierher, okay? Mit wem telefonierst du? Krass. Okay. Gut. Ich bereite alles vor in der Base, dass wir die empfangen kann. Palono, soll ich dir nicht einen fetten Tisch geben? Nein, 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 das ist so viel cooler. Weil du, kann auf einer Seite Miro sitzen, auf der anderen ich. Palono, okay, ich hab dir unten vier so Holzwände hingelegt, damit du unten den Raum mit der Kiste vernünftig also zubauen kannst, dass da nicht Leute durch Fenster reinkommen und durch die Tür. Okay. Ja, Fenster können sie hier nicht reinkommen, bei dem Property. Palono, doch, unten. Also jetzt kann ich ja den fetten. Ja, da. Palono, dann hol ich den fetten Tisch und dann könnt ihr doch auf jeder Seite euch mal hinsetzen, weil der fette Tisch sieht echt so wie aus. Nee, so ist das irgendwie viel cooler. Guck mal. Der Tisch sieht gammelig aus. Nicht reich. Ja, aber der andere ist zu fett für hier rein. Habt ihr nicht so ein Polster? Die Stühle sind auch gern. Hier sieht alles gammelig aus. Ich hab ein Coffee Table. Warte, Miro, komm mal. Coffee Table hab ich auch. Komm mal kurz, Miro. Ja, hol mal. Hol mal noch ein paar Deko-Props hier. Wie findest du die Tische hier? Ich zeig dir mal jeden einmal. Hey, wo ist mein Luxustisch? Leute, mein Luxustisch ist weg. RIP. Boah, der ist weg. Nice, ne? Okay, Kenneth, die kannst du auch. Wieso ist der weg? Ich mach ne Refund Request. Ein paar Deko-Artikel oben zur Zeit auslegen. Start. Seiteneingang, ja? Ja. Ey Hannes, ich hab die Befehle jetzt das erste Mal richtig eingegeben, glaube ich. Das läuft so geil. Na, wie findest du Deko auf dem Tisch? Bisschen Koks und eine schallgedämpfte Pistole. Zwischen anderen Mafias, nämlich ich habe hier eine Pistole, Ja. Yeah. Wir können auch noch. Kannst du eine AK an die Wand hängen? Das wäre nice. Ja, ich mach mal. Boah, nee, nicht eine AK, Mann. Wenn schon, müssen wir dann schon schöne Waffen hier. Na, mal gucken. Über dem Sofa? Nee, das ist scheiße. Aber halt. Ja, wie viel auch von den Besprechungen mit dabei sind. Nein, das ist noch. Das kann ich nicht mehr random. Das ist gerade das Spannende bei dem Spiel. Ah, ich hätte das gern, die Tüten noch ein bisschen näher hier dran. Warte mal. Was? Ja, das ist so weit weg. Steck mal das Koks weg. Und ich hol mal was Schönes aufs Regal. Was Schönes aufs Regal? Okay.
ohne, ja. Guck mal, ich habe hier noch eine Handpflanze hingestellt. Das sieht schon cool aus hier drin. Wenn die fertig gewachsen ist, kann man die so stehen lassen. Achtung, der Mayor's Bed kommt. Oh, eine Kokainpflanze sieht schöner aus als diese komische Cannabispflanze da. Ja, aber pack die leeren Drogen weg, ich weiß nicht, wie die Drogen auch machen. Die Sniper hat die echt unter die Uhr geklatscht mit so einem Träger. Das war viel schöner, glaube ich. Meinst du wegen Despawn oder was? Weil die da so liegen? Ja, allgemein, weil es hier heller ist, weil die da. Und weil das ein bisschen dirty-mäßiger aussieht an der Wand, an der Mauerwand. Die Drogen auf dem Tisch! Ja, und die Waffe, ne? Ja. Hallo, hat jemand Küchenrollen von euch? Na, hat jemand von euch Küchen? Na? Scheiß Verräter. Küchenrollen? Wo ist meine Handpflanze? Ja, pack hier das Koks weg. Nur Waffen dürfen rumliegen. Und die Drogen? Okay. Aber das sieht doch cool aus, oder nicht? Lamar, sieht das nicht cool aus auf dem Tisch? Lamar? Hey, man kann doch sagen, das ist eine weibliche Pflanze. Okay, ja. Gib mir noch eine Minute, bis ich hochkomme. Halt die mal hin, ich brauche noch was. Hier sitzen? Ja, das sieht bossmäßiger aus. Warum, sag mir mal die Begründung, warum die Drogen wechseln, weil ich es nicht verstanden habe. Na, weil wir denen nicht wissen, wie weit wir denen trauen können. Ach so, okay. Oder ob sie gleich zu den Cops rennen, weißt du? Ja, gut, dann lasse ich die Waffe da liegen. Das soll ich die, na, dann muss ich die Pflanzen hier auch wegmachen, die da direkt, ja, warte. Ja. Wann kommen sie denn? Ich führe sie nach oben, dann kommen sie nicht an den, zu den Drogen. Nee, du bleibst hier. Kraft, wir ziehen. Okay, gut. Man sieht ja direkt neben sich die Waffe liegen, das heißt, man könnte theoretisch dann so... Wir wollen einen guten Eindruck schinden. Ja, nimm mal die Waffe jetzt drüber auf den Kontisch. Hallo? Ja, setz mal einen Made Man hier vor in meinen Raum. Mit schönen Waffe. Wo? Vor deinen Raum mit einer Waffe, okay. Ja, ich geh mal kurz pissen. Drop noch 2-3 Burger und Zigaretten und so ein Shit, dann können wir denen noch was anbieten. Rast, komm mit mir. So, da liegt's auch gut, oder? Mayor's dead. Oh, geil. Was hast du was gesagt? Ich war gerade pissen. Mayor's dead. Ja, daher. Noch ein Attentat, die ich schon geübt hab.
Kannst du damit noch was anfangen? Stellst dich hier, hier hin, hier genau wo ich stehe gerade. Mit der MP5 so, okay? Aber jetzt nicht die. Ach, kommen die gleich längs oder was? Die kommen hier gleich hoch, also so mit der MP5, so dass du aussiehst wie eine Wache. So, okay, warte. So, ja, genau, genau. Genau. Hinten so. Auf dem kleinen Tisch. Dass er so abgefilmt wird, weißt du? Hat er, dass er so abgefilmt wird mit der Kamera, weißt du? Die haben das alles auf Video. Book of Love. Kenneth. Kenneth, stehst du hier neben dem Bücherregal dann? Und ich? Ich hab mit der Couch. Rechts neben der Couch, hinten hier. Ich muss. Ah, kann ich mich nicht hinsetzen? Also. Aber ich setze mich hier hin. Nee, hier guck mal, die Kamera guckt auf den, der ist für den Typen. Palono, wann willst du, dass die hochkommen? Weil ich gebe dem Hermann jetzt ein Kommando und die kommen hoch. Okay, gib ihm das Kommando zu. Ich hab keine Ahnung, okay. Was sie wollen. Aber... So. Jeden Fall schon was, so ein Traum, ne? Ja. Und Lama, ich hoffe diesmal keine Schießerei. Ich auch. Guten Tag, Herr. Wow. Wieder auf deine Position, Jamie, genau wie vorhin. Bitte stellen Sie die Gäste. Sandwich von der VR. Miller vor. Paulana. The gentleman is what's coming now is the port of retail. It's normally to process this just to say you welcome and to learn each other. Grabs to give a Muslim. Also, Militas, das sind Danny Dollar und Freddy Neum. Danny Dollar und Freddy Neum. Ja, ich habe sie in der Garage kennengelernt und sie würden gerne mit dem Boss reden. Ja, kommt mal her. Stell den vor. Stell jetzt den beiden unsere Bosse vor. Ich. Okay, es, die sprechen aber Deutsch, oder? Nein, Englisch. Ah. No German. Okay, okay. Ja. Aber warum soll ich dir den vorstellen? Ich kenne die beiden noch nicht mal. Ich mach's. Alright. Macht keinen Sinn. Mirotas vielleicht. Ich bin Mirotas. Ich bin der Underboss of our organization. Of the Mafia. Oh, really? Nice to meet you. Hallo. Well. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Schüttel seine Hand. Well, I'm Danny Dollar. This is Freddy Neumann. We're the owners of the Crimson Mafia. Formed today. I'm gaining 15 members whenever we first were set up. We're looking for an alliance with you, Jen. Okay. That's really it. Okay. I'll give you one second. I'll give you a page. She was already. Right. Okay. Lamas, Mirko stellt sie mir vor. Okay. Ja. Palono. Die beiden Gentlemen. Wollen ein Bündnis mit uns. Sind ungefähr 15 Mann stark. Ich glaube, soweit ich rausgehört habe, kommen da bald noch welche dazu. Ja, Name sind Danny Dahler und Freddy Neumann. Ich kenne die beiden nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Ich kann dir nichts zu den beiden erzählen. Alright guys, tell them a little bit more about your organization. Well, there's really not much to say. We're just a group of... This is really intimidating, so... Group of...
men well equipped with good abilities to assist in raiding, basing, security, whatnot. What is the main way you make money in your organization? I suppose, yeah. That's our main goal. To get everyone to make a decent amount of money and make something of themselves. You know? You got some rules in your organization? I mean, you call yourself a mafia. We've got a few rules. I'll read them out to you if you want. Stay there. Stay there. You want me to read the rules out to you? There we go. Yep, three bosses. Three bosses, okay. I'm sorry, I just gotta take this call. Could you, I'll call you back. What's your name? Okay, I'll call you back soon. Alright. Okay. The German Mafia, we live like the original Mafia. We have a few rules. We have clear leaders, clear groups of virtue, sure. And respect and honor are the most important thing in our business. Sure. If, for example, a person is wanted inside our property and this person get in our property and the police came up, I want from the member that he put all his stuff away, go to the police and tell them what he have did just to save the base. That's a way, right? Or your members also. We don't like to kill people. Yeah, but we don't kill, we have to, we will, but only if we have. Yeah. Well, it sounds interesting. It was nice to meet you, gentlemen. I will speak sure with my omnibuses and my carpus about those aliens. And you will hear from Mr. Graf. He's your contact person for the moment. If you get accepted, Mr. Walker and Mr. McMillan will be your contact position, that you have direct contact to the open line in the Mafia. Sure thing. It was nice to meet you. Do you want me to leave a number or anything for your We will find your number out. Don't worry about that. Okay. No worries. Alright. It's my lovely development. Mm-hmm. Right. Let's go. This way, gentlemen. Right. Oh, fuck. Check. Go away, Danny. Why? Why would you come? I told you not to come. Was denkst du, Miro? Das sieht aus, als gibt's da ein Problem. Wir hatten gesagt, immer runtergehen oder da bleiben, aber er hat nach dem Bein gefragt. Schick ihn raus, Mann! Ja. Der darf hier gar nicht hoch! Er teilt mir Informationen. Alles klar. Okay, mach das nicht hier, sondern irgendwo in den Schuh. Ja, geht runter. Nimm den mit runter. Unsere Gäste zum Ausgang. Okay. Ich mach unten für Kenneth und mich ein Capo Office, damit wir solche Informationen zu uns nehmen können. Thank you for your interest in our organization. Check is still up there. Eskortiert den mal nach unten und sagt ihm, dass ich gleich ein Gespräch mit dem haben werde. Jack. Hat er dir seinen Namen gesagt? Go down the ladder, come on. Also meiner Meinung nach, die sehen... Bei mir haben sie einen guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, was bei meiner Meinung nach haben die mit Respekt, kamen die hier rein mit Respekt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das waren kompetente Bürger. Ja, ich glaube, mit denen werden wir zusammenarbeiten. Machen wir einen kurzen Abschluss.
Stimmung. Natürlich zählt meine Stimme doppelt. Letztes Mal ist das so ein Kugelhagel und Blutball. Ja. Ja, genau. Ich meine, auf dieser Art Lama muss ein Treffen starten. Es ist alles vorbereitet, die wichtigsten Leute sind da. Und dann kann man mit Respekt und Organisation vorgehen. Und wir haben Ihnen hoffentlich auch schon ein bisschen gezeigt, dass es bei uns wichtige Strukturen gibt. Okay, Palono. Gut, eine kleine Abstimmung Palono. Hier unter den Höchsten. Ja? Ja, genau. Ich wollte, können wir nach der Abstimmung reden? Ja, wir können nach der Abstimmung kurz reden. Okay, wer ist dafür, dass wir mit der Crime Mafia gemeinsame Sachen machen? Schreibt ein. Jawohl, mein Chef im Chef. Okay, Lamar ist dafür, Miro. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ja, ich auch. Gut, Miro, dann kontaktierst du sie, was Lama. Anderes, und sagst ihnen zu, dass da ein Gebiss besteht. Alles klar. Wer hat die beiden nochmal angeschleppt? Graf, ja, alles klar, dann wende ich mich an den wegen den Namen. Palono. Ja. Ich hatte zwei Kontaktleute in der Infinite-Organisation bei den. Jamie, kannst du noch bitte den Grafen noch hochholen? Und hier rein bitten? Ein Kontakt. Den Graf, ja. Hermann. Ermordet, Hermann. Weil die das rausbekommen haben. Und ein anderer, das ist nämlich der von vorhin, der hat mir mitgeteilt, dass deren Organisation gestürzt ist. Warte. Ja. Du machst voll den Stress. Hermann? Ich? Hermann? Stören wir gerade? Nein? Gut. Du musst mir nachher mal kurz die Namen aufschreiben von den beiden Gentlemen. Ich soll mich bei denen melden. Wir haben uns eindeutig für ein Ja abgestimmt. Alles klar. Dann lassen wir ihn Jack, jetzt gehen, oder? Miro, dürfen wir schon Drogen fetten? Ja, klar. Plante. Aber komm mal her. Am besten ja hier in die Ecke und ein bisschen verstecken, so abzäunen, weißt du? Falls du es kannst. Ja, ein paar. So, das soll nicht jeder sehen, den wir einladen, dass hier Drogen angebaut werden. Ja, und unten machen wir nur Parkplatz, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was Schönes basteln, so parkplatzmäßig. Mhm. Okay. Do you know anything more about anything else? So, Hermann, jetzt kannst du mir gerne die Namen eben nennen. But there's still a bit electricity between us. Ich will mal den Ohren wieder suchen. Hi Danny, it's me, Marathos McMillan. You had a meeting earlier with us. Yeah, we had spoken to each other and we completely agree to make business with you. So can you let your friend nice. Can your friend let this know? Yeah, I'll inform you all my much appreciated. Thanks for working with me. Okay, cool man. Alright, personally I have to say
it was very, very nice how you were behaving in front of our leader. That was pretty nice. Sure. Okay. I'm going to be honest with you, it was really awkward. Because of the music. Yeah. Yeah, it was good. Okay, man, have a good one. Have a nice day, man. And if you need to tell us something, tell it to me, and I will tell it to the boss, okay? Okay. Can I just... I'll take your number down here. Please never call the boss. He will be pretty pissed. I won't. I'm sure he'll get angry. Okay. Okay, have a good one. Bye. Hey. Ja, ich bin da. Also, Lama, du wolltest mir doch sagen, was da dein Informant gelabert hat. Guck mal, ich habe jetzt noch einen Holzbalken und noch ein Licht mehr installiert. Ist das nicht cool? Sehr schön. Aber jetzt sieht man nicht mehr so gut die Sniper. Das Licht hättest du vielleicht woanders installieren sollen. Also ich nicht, aber vielleicht ist es bei mir ein Bug. Bei mir ist die komplette Wand dunkel. Komplett. Das war sie davor nicht. Besser so? Nee, ich glaube, das ist ein Bug. Das ist total dunkel für mich. Einen anderen Server gespielt hast, ist das normal? Nein, hab ich nicht. Das kommt. No, jetzt? Oh, das sieht aber geil aus. Na ja, klar, mache ich immer, wenn wir zocken. Kann ja irgendwas Cooles passieren, so wie gerade eben, und dann hat man das. Für immer. Mit, was wir hier für eine verschworene Bande sind. Ja. Das nächste Mal, ja, das nächste Mal müssen wir uns ein bisschen besser vorbereiten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, also. Erklär mal. Dann kannst du sie kurz ein bisschen fragen über ihre Organisation, wie viele Leute, ob sie Regeln haben, ob sie Regenmänner sind, ballern, was ihre Haupteinnahmensquelle ist. Ah, okay, also, ja. Ich nur noch sage, das hätte ich mir vorher notieren sollen. Okay. Ja, ich wusste, das war aber auch. Und dann noch auf Englisch, da war ich dann so, okay, jetzt bloß nicht verkacken. Ich fand's irgendwie merkwürdig, dass. Ja, aber ich glaub, dass er erst mir vorgestellt wurde und ich ihn dann dir vorstellen musste mit total wenig Informationen, die ich gesammelt habe. Ja, natürlich, aber wir saßen... Das Problem ist, dass wir im selben Raum saßen. Das hat mich das so merkwürdig vorkommen lassen. So hätten wir irgendwie einen Vorraum, wo ich zuerst mit denen rede und sie dann zu dir führe, das wäre irgendwie cooler. Weißt du, was ich meine? Das macht für mich mehr Sinn. Dass du im selben Raum standst, war für mich irgendwie merkwürdig. Da war ich dann so, okay... Und das wäre viel spannender. Das falls du verstehst, was ich meine. Das wäre echt geil. Ja. Wir müssen mal gucken, ob vielleicht noch jemand ein paar Props hat, dass man hier vorne noch ein Kleber. Ich hab unten, ich hol dir die mal oben, nach ja, oben. Ja, hol die mal hoch. Dann können wir hier noch ein bisschen nach vorne bauen. Kommen wir noch zwei, drei Lampen hier. Ah, hast du meine Props benutzt? Brauchst du die wirklich? Weil wir brauchen oben welche, Lama. Nee, das sind meine. Das sind deine? Also, ja, dann sind meine hier an der Wand, aber dann lasse ich die da. Ja, genau. Ja, das sind deine dann an der Wand. Ja gut, kein Problem, dann habe ich nichts mehr. Kann ich gucken, habe ich noch Holz? Keine Ahnung, ich bestimme, die Kenneth so hingepackt, der ist immer so ein bisschen. Ja, ich guck mal, ob ich welche craften kann eben. Okay. Ich hatte mal 8, aber irgendwie hatte ich 8. Seit dem letzten Mal, als ich was gebaut habe, sind alle Teile verschwunden, die ich benutzt habe zum Bauen. Sogar mein DOS Office Disk, aber der wurde dann wieder zurückgegeben von den Admins.
So, Palono, ich craft. Palono, ich craft jetzt Wooden Fences. Hier, ja, hier muss zum Beispiel. Ich richte ja unten jetzt ein Büro ein. Ne, warte mal, unten richte ich unten. Ah, okay. Ein Büro ein. Das ist gut. Dann kannst du das unten im Capo Office machen und auf dem Capo Office geht's dann hoch zu mir. Okay, das ist gut. Okay. Ja, das macht Sinn. Ey, Lama. Okay, Lama, wenn nachher wieder so ein Besuch kommt, kommt erst Myro runter. Also er bringt sie rein, sagt hier, warten Sie kurz und so, dann ruft ihr Myro an, da kommt Myro, ihr stellt sie Myro vor, Myro bringt sie dann hoch. Okay. Und macht doch diesen kleinen Kackraum größer, weil die Fences hier hinten kannst du sonst auch noch mit einplanen. Ja, ich habe kein Dings, ich habe keine Fences mehr. Was du gehört? Ja, aber die kann ich dir auch noch nicht stellen. Also, ah, okay. Also Myro. Ey Myro, gib mal kurz Lamar fürs Grundrechte. Hab ich. Ah, ich weiß nicht, ob ich die von der Wand wegnehmen soll. Okay. Lama, darf ich dir vielleicht einen kleinen Tipp geben, damit du dir nicht die ganze Zeit so eine scheiß Mühe machst? So? Nee. Ja, so. Genau, so. Und jetzt den kompletten Raum abziehen. So. Gerade. Weißt du, gerade lang jetzt. Ja, ich muss sowieso jetzt gehen. Nein. Ach man, schade. Das ist echt schade jetzt. Ich werde morgen wieder. Ja, ist okay. Vielleicht wieder da sein. Ja. Palono? Ja, ich geh kurz zum Start. Ich bin hier im Auto. Ja, warte. Lamar muss gehen. Der muss jetzt abhauen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Palono? Ist der jetzt abgehauen? Ah, Palono. Was soll ich denn sagen? Ja, der Lama muss jetzt abhauen, das heißt, du müsstest das Ding unten aufbauen. Wir müssen die Tür zumachen, oder nicht? Ja, okay, aber du musst mir die Props. Die Tür ist offen und der Einzige, der da ist, ist AFK. Ja, egal, Dima. Nee, oben hat's auch noch Leute. Ja, gehen wir mal kurz ein paar Props einkaufen und dann gucken wir mal kurz. Zur Stühle und kleinere Tische und Statuen und so, ein bisschen was Schönes noch. Wir könnten ja nachher mal den Bürgermeister einladen. Ja, das können wir tun. Nicht so, ja. Ich möchte mal mit ihm sprechen. Ihm wird nichts passiert. Well, it sounds like pretty obviously. Well, we're not accepting you. It's like driving around in a Mini Cooper. Oh my goodness. What the hell is driving around in a Mini Cooper? What are you doing? Alter, man. Bam, bin er links oder rechts? Links abbiegen! Blinken, Licht an! Nein! Nein, nicht hier! Okay, lass mich hier raus! Nein, Palon, du bleibst hier! Okay, ich muss zuerst zum Stuhl laden. Das ist hier gleich rechts! Ja, wart hier auf mich, okay? Ja. Ich muss echt Palono? Stuhl laden hier hinter. Palono? Ja, Miro, komm mal in den Stuhl laden. Einer von den Typen, von denen ich dir eine Story erzählt hatte, heißt der eine Nick Angelos. Okay? Nick Angelos, das war der Anführer von den beiden. Ich bin mega
kauf mir solche Holzstühle, die sind doch cooler, nicht? Das passt mehr zum Flair. Ich hab noch einen auf Lager und ich hab grad so einen runden Tisch gebaut. Hier so einen, warte. Ja, von dem. Ja, hab ich auch mal ein paar. Okay, ich habe jetzt mal so zwei solche, so für mich und dich. Gleich mal auf die andere Seite des Häuserblocks und add mich mal zu den Bodies. Drück mal C oder add mich zu den Bodies. Okay, gleich rechts und die Straße entlang und dann wieder rechts. Weiter. Hier rechts und gleich hier rechts anhalten. Stopp. Viel okay, zu weit, Mann, viel zu weit. Noch auswendig lernen. Ja, auf jeden. Hi. Ach, hier gibt nicht das, was ich erwartet habe. Ich brauche einen Delivery Man, glaube ich. Alter, 26% Text, der Wichser. Ich will doch zu einem Bankomaten. Ja, ist ja hier direkt dran. Ich hier vorne zu tanken. Ja. Ja? Ja. Ja, links rein? Ja, genau. Stell auf für Kelly. Platz da, der Boss kommt. Oh Gott. Oh, ich habe immer noch eine Waffe auf dem Rücken. Ja. Okay, der Boss hat immer 30 Krisen auf der Tank. Musst du tanken, Jamie? Ich wusste es. Eigentlich nicht, ist die Hälfte, aber ich habe die ganze Zeit schon überlegt. Ah, warte mal, ich hol eh noch kurz mein Auto. Tja, der Boss will nicht in deinem Auto fahren. Wie ehrlich nicht, ey. Nee, will er nicht. Aber ich fahr mit. Hey, red nicht so über den Boss, Mann, sonst kriegst du von mir eine Schelle. Klatsch. Bremsen, Mensch. Ja, ich höre dich kaum. Was tust du? Nichts, ich chill im Auto. Rechts. Nein. Ist okay, Boss, ich mach auf. Okay. Wo ist der Knochen, Alter? Aber ich steh's mal schräg. Oh, Jamie wieder. Ich geh einfach da hin. Mit der Knarre in der Hand. Das ist okay. I'm sorry, Danny, I pressed the wrong button on the phone. No worries, just a heads up that we're not basing at Hungry Swine. Oh, okay. Alright, just good. So if you need us, right? Yeah, good to know. Thank you, man. Have a good one. Bye.
Hi Jamie. Palono, wo ist Palono? Wo ist der Boss? Ist der oben? Hey! I'm not Boss? Ja? Der Danny Dahl hat sich gemeldet. Das ist der Sprecher von den beiden. Er wird sich jetzt immer an mich wenden, wenn was ist. Und ich werde es dir dann weitergeben. Und er meinte, die haben jetzt ihre Base im Hungrigen Schwein. Soll ich jetzt vielleicht mal vorbeifahren, da nach dem Rechten checken oder irgendwas? Weil schließlich hat er mir die Info gesagt. Ja, nur wenn jetzt gerade ein Restaurant erpinnt, dann will man da natürlich kurz essen gehen. Aber jetzt sonst, wenn die da wirklich Base, Fat-Base-Base machen... Ja, deswegen meine ich, ob ich kurz vorbeikommen soll, was für sich denen irgendwas geben oder so, was, keine Ahnung. Weil schließlich hat er gesagt, dass er dort ist, weißt du, theoretisch könnte ich da... Ich soll es mir einfach mal angucken gehen. Mal gucken, wie die Base bauen. Wenn sie auch so schön Base bauen wie wir hier, dann ist gut. Alles klar, mach ich. Mach ich. Ich lasse hier noch ein paar Gegenstände.